idealism prevails. Make the world a better place. Die nächsten 3 Stunden stehen unter dem Titel Die Sehnsucht nach Veränderung droht das Ende der Demokratie. Ganz kurz zum Organisatorischen. Wir werden 3 Kurzreferate hören in der Länge von jeweils 20, 25 Minuten. Dann machen wir eine kleine Pause. Wie hat die Kollegin Pfisterer gestern gesagt, schreiben Sie sich gleich Ihre Fragen auf. Also ich bin überzeugt, Sie werden die Fragen an die 3 hier am Podium nicht vergessen. Aber ich denke, inhaltlich wird in den nächsten 1,5 Stunden einiges geboten werden. Wir werden schauen, dass wir um 12 Uhr oder 12.15 Uhr dann fertig sind, weil es auch am Nachmittag ein dichtes Programm gibt. Wir halten uns an die alphabetische Reihenfolge. Vorgestellt haben wir eigentlich unsere Gäste heute noch nicht. Du hast es nicht gemacht, ja. Oh, danke schön. Andreas Kohl, von mir aus gesehen ganz links, von Ihnen aus gesehen ganz rechts. Aber diese Ortsbestimmung soll eigentlich auch nicht gleich eine inhaltliche Bestimmung sein. Aber ich denke, wir werden in den nächsten 3 Stunden durchaus Gelegenheiten haben, mit Ihren politischen Positionen, die ja auch in den letzten Jahrzehnten, muss man ja fast sagen, sehr bekannt waren. Ein bisschen mehr in der Mitte sitzt Peter Kostelka, aber das soll auch nichts aussagen über das Inhaltliche. Ein bisschen Distanz zu den politischen, früher politischen handelnden Personen, beziehungsweise jetzt noch immer aktiven, Katrin Prabrotnik von der Donau-Universität Krems. Die beiden Erstgenannten vorzustellen, ich glaube, da könnte man sehr lange sitzen. Ich habe nur ein paar Stichworte aufgeschrieben. Andreas Kohl, Jahrgang 1941, Jurist, seit 1980 Universitätsprofessor für Verwaltungsrecht, sollte eigentlich Verfassungsrecht heißen, oder? Habe ich das falsch aufgeschrieben, Herr Professor? Verfassung. Sowohl als auch. Früher hat es geheißen Verwaltung und Verfassungsrecht. Ernst, gell? Wie wir noch Jus studiert haben, ist das ewig her, ist ewig her an der Uni Innsbruck. Unter anderem 1974 bis 1993 Direktor der Politischen Akademie der ÖVP, fast 25 Jahre Nationalratsabgeordneter, von 1994 bis 1999 und von 2000 bis 2002 ÖVP-Klubobmann im Nationalrat, von 2002 bis 2006, Stichwort Schüssel-Bundesregierung, Nationalratspräsident, bis 2016 nach der Tätigkeit im Parlament, im Nationalrat, Obmann des ÖVP-Seniorenbundes. 2016 war er Kandidat der ÖVP für das Amt des Bundespräsidenten. Seit Jahrzehnten ist er auch Mitherausgeber des österreichischen Jahrbuchs für Politik und gemeinsam mit ihrem politischen Gegner, persönlichen Freund, ist schwierig. Andreas Kohl und Karl Blecher haben Fressen die Alten den Kuchen weg. Dieses Buch haben wir auch in Zwettl präsentiert und man kann sagen, die Bude war damals voll und die Diskussion war super. Herr Professor Kohl, dürfen wir um Ihre Positionen und Ihre erste Statement ersuchen? Sie haben den Titel gewählt, Demokratie ist immer gefährdet. Ja, meine Damen und Herren, einen schönen guten Morgen im Waldviertel. Herrlich die frische Luft nach der langen Hitze. Der Titel, den Sie mir gegeben haben, war Demokratie in der Krise. Und dazu nehme ich Stellung. Als der eiserne Vorhang fiel, die besetzten Länder des Warschauer Paktes in die Freiheit kamen, als der Warschauer Pakt aufgelöst wurde, als die Mauer fiel, hat der Harvard-Professor Francis Fukuyama einen vielbeachteten Aufsatz geschrieben und hat das Ende
der Geschichte vorhergesagt. Im Hegelschen Sinne, dass also jetzt das Spiel von Synthe, von These, Antithese, Synthese zwischen Freiheit und Sozialismus ein Ende habe, dass jetzt eine Synthese eingetreten sei von Demokratie und Marktwirtschaft und dass damit das Ende der Geschichte gekommen sei. Er war 100% im Irrtum. Die Erfahrung ist nämlich eine völlig andere. Auf fast allen Kontinenten, Australien als Kontinent kann man ausnehmen, aber auf allen anderen Kontinenten zeigen sich krisenhafte Erscheinungen und zeigt sich, dass eigentlich unser Selbstverständnis, unser unhinterfragtes Selbstverständnis falsch ist, nämlich, dass sozusagen der Naturzustand der Ordnung in Staat und Gesellschaft nach dem demokratischen Modell erfolgt. Demokratie ist für uns absolut voraussetzungslos. Das gibt's und das haben wir und das ist selbstverständlich. Und damit kommt auch das europäische Selbstverständnis, dass Demokratie das Erfolgsmodell für Ordnung in Staat und Gesellschaft ist. Das heißt, dass das Glück möglichst vieler Menschen durch Demokratie verwirklicht wird. Das ist eigentlich, alle wie wir hier sitzen, glaube ich, sind dieser Meinung. Auch das ist falsch. Und ich werde Ihnen zeigen, dass gerade diese letzte Überzeugung, die wir haben, die auch ich nach wie vor habe und verteidige, dass die Demokratie das Modell ist, möglichst viele Menschen zu befreien, zu sichern, wirtschaftlich erfolgreich zu machen und ihnen einen Rahmen für möglichst große Selbstentwicklung zu geben, dass auch diese Annahme gefährdet ist. Denn wenn wir von unserem Minimundus Europa einen globalen Blick wagen, so steht autoritär geführte Marktwirtschaft undemokratisch, ohne Freiheiten, nach dem Modell China im Leistungswettbewerb mit freiheitlicher Demokratie, sagen wir einmal Modell Indien, um gleich große und gleich bedeutsame Player einander gegenzusetzen. Und diesen Leistungswettbewerb hat bis jetzt China gewonnen. Und dem Leistungswettbewerb autoritär geführter Gesellschaften mit demokratisch geführten Gesellschaften, auf den komme ich noch zu sprechen. Ich will Sie nur dazu anregen, Ihr eigenes Selbstverständnis zu überprüfen. Demokratie, wie wir sie kennen, ist eine europäische Kulturleistung. Eine Kulturleistung, die sich mit einigen bizarren Vorläufern, anknüpfend am griechisch-römisch-klassischen Erbe, eigentlich erst in den letzten zwei Jahrhunderten nach der Französischen Revolution entwickelt hat. Also eine kurze Geschichte im Vergleich mit den Läufen der Weltgeschichte. Demokratie hat sich entwickelt als ein Rahmen für die Entwicklung von Staat und Gesellschaft mit den Parametern, es ist ein Rahmen. Und dieser Rahmen ist, dass die Gesetze durch gewählte Vertreter des Volkes beschlossen werden, dass die Regierung von der Mehrheit der gewählten Vertretung abhängig ist, dass es eine Gewaltenteilung gibt zwischen Verwaltung, Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit, Klammeranmerkung. Es ist wirklich sehr spannend, dass sich gerade die Unabhängigkeit der Justiz zur eigentlichen Kernfrage demokratischer Entwicklungen in Europa herausentwickelt hat. Hätte ich nie für möglich gehalten. Also Gewaltenteilung und schließlich die Grundrechte, die wir im europäischen Raum, im Rahmen des Europarates, der großen Organisation der freiheitlichen Demokratien Europas mit 42 Mitgliedern, festgelegt haben in der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Und was sich in diesem Rahmen abspielt, gewählte Vertreter, Mehrheit für die Regierungsunterstützung, Gewaltenteilung und Grundrechte, das empfinden wir als das europäische Modell der Justiz, der Demokratie. In diesem Rahmen sind sehr viele Inhalte möglich. Ich sage ganz bewusst Europarat und Europäische Menschenrechtskonvention und könnte auch Europäische Grundrechtscharta sagen, die für die derzeit 28 Länder gilt, aber nicht im Widerspruch zur Europäischen Menschenrechtskonvention steht, nur konkreter in einigen Punkten ist und drüber hinaus und ein bisschen drüber hinausgeht. Ich sage das ganz bewusst, weil wir immer wieder von Menschenrechten und Grundfreiheiten reden, das Menschenrecht auf Asyl zum Beispiel, aber dabei übersehen, dass es in keiner dieser gesetzten Menschenrechtsinstrumente wie Europäische Menschenrechtskonvention oder Grundrechtscharta ein Recht auf Asyl gibt. Auch die Genfer Konvention kennt kein Recht auf Asyl, sondern nur das Recht, nicht in ein Land der Verfolgung abgeschoben zu werden. Und wenn man glaubt, dass diese Genfer Konvention, die also uns alle bewegt, bindet, provoziert, im Mittelpunkt der Diskussion steht, wenn man glaubt, dass das universell ein Menschenrecht und Grundrecht sei, so irrt man sich. Die Mehrheit der Weltbevölkerung hat diese Grundrechtskonvention der Genfer Konvention nicht ratifiziert. Weder Australien, noch China, noch Indien, noch die Vereinigten Staaten, noch Kanada. Alle diese Länder haben diese Genfer Konvention, die uns bindet, nicht angenommen. Ich will Ihnen damit nur sagen, dass sehr viel von dem, was als Menschenrecht gefordert wird, an der Wirklichkeit zerschellt, weil es darum geht, es muss auch gesetztes Recht sein. In der Demokratie sind Menschenrechte gesetztes Recht. In diesem großen Rahmen sind viele Inhalte möglich. Nur eines, um das klar zu sagen, die Demokratie schließt keinen bestimmten Inhalt aus und gebietet auch keinen bestimmten wertorientierten Inhalt. Es gibt daher keine illiberale Demokratie. Es gibt auch keine liberale Demokratie im Sinne eines parteipolitischen Liberalismus. Demokratie ist immer liberal in dem Sinne, dass sie den Staat in seiner Allmacht beschränkt, dass sie die Gewalten teilt und dass sie den Menschenrechten Grundrechte in der Verfassung zusichert. Das ist liberale Demokratie. Illiberale Demokratie in dem Sinn gibt es daher nicht. Aber es gibt auch keine christdemokratische oder sozialdemokratische Demokratie, sondern Demokratie ist ein breiter Rahmen, in dem die Mehrheitsentscheidungen der Bevölkerungen ihr Werturteil sprechen und ihr Wertsystem bestimmen. In diesem Rahmen sind also viele Inhalte möglich. Die demokratischen Entwicklungen außerhalb der Europäischen Union zeigen, dass wenig Staaten dauerhaft den Weg in die Demokratie in den letzten Jahrzehnten gefunden haben. Sie zeigen auch, dass zaghafte Fortschritte, die gemacht wurden, im Rückgang sind. Ich nenne dazu Russland, das 1990 anders begonnen hat, als es heute in der autoritären, geführten, rudimentären Demokratie üblich und praktiziert wird. Russland ist daher auch vom Europarat suspendiert. Es zeigt aber auch, ich bin schon bei 10 Minuten, meine halbe Zeit ist schon zu Ende, darf daher nicht zu lang werden. Es zeigt aber auch der arabische Frühling, den wir alle mit großer Begeisterung verfolgt haben. Kein einziges der Länder, das im arabischen Frühling zur Demokratie gefunden hat, ist bei der Demokratie geblieben. Das schlimmste Beispiel ist Ägypten. Dort hat auch der Aufstand Erfolg gezeigt, freie Wahlen. Es kam in freien Wahlen
eine Regierung der Muslimbrüder an die Macht, die von den Militärs gestürzt wurde und jetzt ist Militärdiktatur. Also auch in gesamten Lateinamerika sind die Entwicklungen, sind die Demokratien, die dort unter der Flagge von Simon Bolivar im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert entstanden, sind gefährdet. In Venezuela ist eine marxistische Diktatur chaotischerweise eingerichtet worden, in Bolivien ebenfalls eine Diktatur, Brasilien bewegt sich am Rande und also man könnte die einzelnen Länder durchgehen, in Lateinamerika schwierig, in Asien sowieso und innerhalb der EU, um da zu diesem Thema zu kommen, ist der Europarat der Maßstab. Und auch innerhalb der EU, meine Damen und Herren, innerhalb der Europas haben sich Entwicklungen gezeigt, dass demokratische Strukturen zu undemokratischen verändert werden, dass entsprechende Bedrohungen bestehen und das für mich als Juristen Bedenkliche und Erschreckende dabei ist, dass weder der Europarat noch die Europäische Union den politischen Willen und die rechtlichen Mittel haben, kräftig gegen diese demokratischen Fehlentwicklungen aufzutreten. Die Türkei ist Europaratsmitglied und hat faktisch den Großteil der Europäischen Menschenrechtskonvention permanent verletzt. Sie ist nicht suspendiert. Russland ist suspendiert, aber Staaten wie Ungarn, Rumänien, Polen, Bulgarien, Slowakei sind alle im ausgesprochenen Konflikt mit dem Wertesystem der europäischen Einigung und im Konflikt mit den Grundrechten der Europäischen Menschenrechtskonvention, in der Beschränkung der Justiz, in der Korruptionsgesetzgebung, in Rumänien, Polen, Unabhängigkeit der Gerichte, Bulgarien, Korruption als System, Slowakei, merkwürdigste Allianzen mit Freiheitsfeinden. Das sind also die großen Enttäuschungen, die wir im Zusammenhang mit den demokratischen Entwicklungen sehen. Und dieser kurze Querschnitt, dieser kurze Gang durch europäische Entwicklungen zeigt uns, dass wir einen Paradigmenwechsel in der Demokratie ganz sicherlich haben. Dass wir und dass unser Vorurteil, Vor-Urteil, dass Demokratie das Normale, der Naturzustand der Menschen sei und dass es ein Vorbild für alle und erfolgsversprechend und überall für die Freiheit der Menschen konstitutiv ist, dass das ganz einfach nicht stimmt. Und dass die Entwicklungen zur Demokratie, die der Demokratieindex über viele Jahre hin nach 1990 aufgewiesen hat, dass dieser Index jetzt abgestürzt ist und dass die Demokratie nicht Fuß gefasst hat in vielen Ländern, wo sie quasi revolutionär eingefordert und eingerichtet wurde. Im Gegenteil, dass es dort Rückschritte in die Diktatur gibt. Die im europäischen Bereich sind die Krisenerscheinungen, von denen ich einige skizziert habe, Begrenzung der Meinungsfreiheit, Verfolgung von Journalisten, Bestrafung Andersdenkender, Beschränkungen der Meinungsäußerung, gerade alles das, was in der Türkei an Grundrechtsbeschränkungen ohne justizielle Kontrolle in elementaren Menschenrechten, in Bekämpfung der Güter, der behaupteten Gülen-Attacke geschehen ist, ist gegen alle Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskonvention, verletzt den gesamten europäischen Demokratierahmen und ist und trotzdem aus politischen Gründen gibt es also keine besondere Geneigtheit, hier dagegen vorzugehen. Wir haben also
die Demokratie gefährdet. Aber ich habe gesagt, die Demokratie ist ein Kulturprojekt, ist eine Entwicklung der europäischen Kultur. Und daher ist auch die Weiterentwicklung eine ständige Aufgabe, die jedes Land zu bewältigen hat. Ich sage noch einmal, es gibt kein genaues Kochbuchrezept, das ist Demokratie und das ist es nicht. Es gibt einen Rahmen, den ich skizziert habe, und in diesen Rahmen hinein werden viele, viele Bilder gemalt. Aber der Rahmen muss eingehalten werden. Und die Herausforderungen, die wir im Zusammenhang mit diesem Kultur, mit dem Kulturgeschöpf Demokratie haben, sind vielfältig. Und da spreche ich jetzt nicht nur von den klassischen Unabhängigkeit der Justiz zu garantieren, faire Wahlen zu veranstalten, Gewaltenteilung zu respektieren, sondern auch von den neuen Herausforderungen, die es gibt. Dazu gehören natürlich als eine ganz wesentliche Herausforderung die Entfremdungserscheinungen, die wir sehen zwischen Volk und Regierung. Dass Regierungen und Parlamente Grundüberzeugungen, Wünsche, Ängste und Sehnsüchte der Bevölkerung nicht aufnehmen, sondern ihre eigenen Lösungsmodelle gegen die Bevölkerung vertreten und das, was von der Bevölkerung artikuliert wird und auch von Bürgerorganisationen artikuliert wird, als Populismus bezeichnen. Populismus ist nämlich in vielen, vielen Fällen die Politik der anderen. Nichts anderes. Keine inhaltliche Bestimmung. Das, was die anderen machen, ist Populismus. Das ist diese Entfremdung zwischen Not, Ängsten, Sorgen der Bevölkerung und Regierungshandeln und Regierungsprogramm als Quelle vom sogenannten Populismus, ist eine Herausforderung für die parlamentarischen Demokratien. Eine weitere Herausforderung ist natürlich die gesamte Frage der Information und der Informationsfreiheiten, nämlich die Frage Internet, Fake News, was damit zusammenhängt. Natürlich sehr gefährlich unter dem Vorwand der Bekämpfung von Fake News die Meinungsfreiheit zu beschränken. Das ist eine zwiespältige Geschichte. Hier muss man sich sehr genau, da muss das Kulturprojekt Demokratie sorgfältig weiterentwickelt werden. Die Herausforderung Staatsmedien stellt sich in allen Demokratien in unterschiedlicher Ausprägung als eine wirkliche Herausforderung, nämlich die Gewährleistung der Meinungsfreiheit und der Vielfalt in staatlich organisierten, vor allem elektronischen Medien. Weitere Herausforderung ist die direkte Demokratie, die von vielen als Allheilmittel für alles gesehen wird, die in Maßen viel zur Qualität des demokratischen Entscheidungsprozesses beitragen kann, die aber im Übermaß zu katastrophalen Entwicklungen führen kann. Ich sage nur Brexit, wo eine uninformierte, uninteressierte Öffentlichkeit anhand von Fehlinformationen, offenkundigen Lügen, ihre eigene Katastrophe durch Volksabstimmung besiegelt hat. Denn der Brexit wird für alle Beteiligten eine Katastrophe werden. Das ist nicht schwer zu prophezeien. Also das sind Herausforderungen, direkte Demokratie, der wir zu begegnen haben. Und natürlich der Leistungswettbewerb, das ist die globale Herausforderung. Ich mache Ihnen am Beispiel von Emmanuel Macron deutlich. Die französische Ordnung und Wirtschaft ist über Jahrzehnte in der Bequemlichkeit eines überbordenden, auf Schulden gegründeten Wirtschaftssystems, das von rechts und links getragen wurde, total in die Leistungsunfähigkeit degeneriert. Macron versucht, mit demokratischen Mitteln gewählt, Volkspräsident, Sturm
ins Élysée, ein Parlament nach seinen Vorstellungen. Er versucht jetzt, diesen überbordenden, nicht mehr leistungsfähigen Sozialstaat zu sachgerecht einzugrenzen. Die Frage, ob er dabei scheitert oder ob es ihm gelingt, ist noch offen. Und das wird ein Beispiel sein, das zeigen wird, ist eine freiheitliche Demokratie mit ihren Mitteln in der Lage, auch unbequeme Entscheidungen durch die Parlamente und durch den Entscheidungsprozess zu bringen. Das ist der Leistungswettbewerb zwischen autoritärem Marktwirtschaft, das ist das chinesische Modell, und dem freiheitlich-demokratischen sozialmarktwirtschaftlichen Modell. Das ist also das Tableau, das ich Ihnen aufmalen wollte. Droht das Ende der Demokratie? Absolut nein. Das Ende der Demokratie wird vielfach von jenen vorausgesagt, die es nicht verstehen können, dass die Mehrheit der Bevölkerung sich von ihnen abgewendet hat und andere Mehrheiten wählen. Wenn man mit dem Wahlergebnis nicht zufrieden ist, ist man nicht selber schuld, sondern das System und in diesem Fall sehr oft dann die zum Populismus degenerierte Demokratie. Das ist reine Ideologie. Die Demokratie kann viele Wahlergebnisse verdauen und ist eben ein Rahmen für viele Bilder. Also das Ende der Demokratie in den Ländern, wo sie eingerichtet ist, droht sie nicht. Aber dass sie das Erfolgsmodell ist, das sich ausbreitet über die ganze Welt, so wie Fukuyama, mit dem ich begonnen habe, ich auch schließen möchte, vorausgesagt hat, das ist auch nicht der Fall. Danke, Herr Kohl. Ich habe zwei kurze Fragen. Sie haben Österreich eigentlich nicht ausdrücklich erwähnt. Sie haben von Brasilien, Kolumbien, Venezuela, Ungarn, Polen, Rumänien gesprochen. Wie ist es denn eigentlich mit der Demokratie in Österreich bestellt? Ich habe eigentlich geglaubt, bei den entwickelten Demokratien im Rahmen des Europas davon gesprochen zu haben. Und habe es gilt für Österreich das, was ich gesagt habe. Ich sehe die Demokratie in keiner Weise bedroht. Ich sehe sie herausgefordert, die Probleme mit dem Internet zu bewältigen. Ich sehe sie herausgefordert, die direkte Demokratie zu bewältigen. Und ich sehe sie herausgefordert, die in manchen Bereichen überbordenden Sozialstaat einzugrenzen. Das gilt für die meisten europäischen Demokratien, gilt auch für Österreich. Aber in Gefahr sehe ich sie überhaupt nicht. Ich nehme einmal an, dass nach dem Referat von Herrn Dr. Kostelka beziehungsweise dann auch nach der Pause durchaus Punkte angesprochen werden, weil, wenn man den manchen Zeitungskolleginnen und Kollegen glaubt, dass unter der Regierung Kurz, Strache, habe sich schon einiges verändert. Verändert hat sich sehr viel, Gott sei Dank. Sagen die einen. Na, sage ich. Sicher. Entschuldigen Sie, den Familienbonus gibt es, Gott sei Dank. Die Befreiung der Kleinverdiener von dem Arbeitslosenversicherungsbeitrag gibt es, Gott sei Dank. Ja. Und so weiter und so weiter. Aber dass Sie von einer theoretischen Diskussion Pfeilgrad ins Herz der Politik stoßen, ist interessant. Das habe ich eigentlich noch nicht erfahren. Da muss ich noch weiterer kommen. Weil eigentlich haben wir von Krisen der Demokratie gesprochen. Also wir sind alle neugierig, was Sie dann um 12 oder 12:30 sagen, wie sich der Vormittag entwickelt hat. Es wird, wenn wir an gestern denken, da wurde es sehr, sehr heftig zwischen Beck, Rudi Daschner und Peter Kampitz diskutiert. Zum Glück sind sie nebeneinander gesessen und nur das Publikum hat also am Mienenspiel gesehen und an der Körpersprache, wie der eine verfeut und wie der andere sie denkt, bitte schweige jetzt, bitte schweige jetzt. Ich glaube, Ihnen ist es auch so gegangen. Gut. Sie haben noch was Zweites fragen wollen. Haben Nein, das lassen wir jetzt, weil sonst ist das auch wieder...
Das vielleicht nach der Stärkung mit einem... Ich freue mich, dass es Ihnen so geht wie mir bei zwei Fragen. Wenn ich die erste beantwortet habe, habe ich die zweite vergessen. Vergessen habe ich sie nicht, aber ich warte, ich hoffe, dass ich getobt werde in der Pause mit einem großen Schwarzen. Dann fällt es mir wieder ein. Ein stiches Herz reicht. Gut, Dr. Peter Kostelka, bei Ihnen darf ich auch den Jahrgang sagen, 1946, das ist irgendwie gleichzusetzen mit einer jahrzehntelangen politischen Tätigkeit, national in Österreich, aber auch mit internationalen Funktionen. Ich sage zwei, drei Stichworte, 1990 bis 1994 Staatssekretär in der Regierung Franitzky, zuständig für den öffentlichen Dienst, 1994 bis 2000 SPÖ-Clubobmann, 2001 bis 2013 Volksanwalt, zuständig für Soziales, Verkehr, Gesundheit, Jugend und Familie und seit April 2018 Präsident des SPÖ-Pensionistenverbandes in Österreich. Eine Überschneidung der Funktionen mit dem Kollegen Kohl hat es ja dann nicht gegeben. Schade irgendwie, oder? In dieser Funktion nicht, aber ja. es wäre schön gewesen, richtig. Na schauen Sie, Blumen, Herr Kohl, Blumen. Wir waren jahrelang die Kutsche der Koalition zusammen. Bei Ihnen steht im Programm der Titel Nur lebendige Demokratien ändern sich. Ich hoffe, das war dann auch Ihr Wunschtitel. Bitte schön. Danke vielmals. Die Sehnsucht nach Veränderung ist naturgegeben. Jeder Organismus verändert sich, jeder Mensch. Jede Gesellschaft ändert sich, und zwar permanent. Daher wäre eine Sehnsucht nach einer Veränderung die Sehnsucht nach der Normalität. Und es ist daher keine Frage, dass sich natürlich auch Demokratien weiterentwickeln. Eine Entwicklung heißt nicht zwangsläufig eine Beendigung der Demokratie, sondern letztendlich eine Weiterentwicklung, was nicht definitionsgemäß heißt zum Besseren oder zum subjektiv jeweils Besseren betrachteten, sondern in eine Richtung, die auch eine Rückwirkung mit in sich tragen kann. Ich sage das deswegen so deutlich, weil ich an Andreas Kohl anschließen kann und in diesem Zusammenhang sagen möchte, dass wir lange Zeit geglaubt haben, dass dem Menschen genetisch demokratische Strukturen nahezu vorgegeben sind. Er muss nur seine eigene Genetik selber entdecken und dann letztendlich auch entwickeln. Und dann wird sich schon in die richtige Richtung entwickeln. Das war die Zeit, in der der Warschauer Pakt in sich zusammengebrochen ist, in der rundherum um Österreich nicht mehr auf der einen Seite, nämlich westlich die freiheitlichen Demokratien bestanden haben und östlich kommunistische Zwangssysteme, sondern wo rundherum ein paradiesischer Garten an demokratischen Blumen aufzublühen begann. Aber nicht nur das. Ich meine, in dieser Zeit ist ja auch in Südamerika eine Militärdiktatur scheinbar nach der anderen gefallen und hat seinen Weg gefunden zu einer demokratischen Struktur, staatlichen Struktur, die zweifellos ein Weg ins Bessere, ins Menschengerechtere war, so haben wir damals gemeint, aber auch in Asien scheint sich eine ähnliche Entwicklung angebahnt zu haben. Selbst in Russland waren eine gewisse Zeit lang erste demokratische Entwicklungen unterwegs. Es war also das Selbstverständnis, dass die Entwicklung weltweit in die demokratische Richtung geht. Die Geschwindigkeiten der einzelnen Länder sind nur durchaus unterschiedlich. Man muss in der Zwischenzeit zugeben, dass das offensichtlich eine wesentlich zu weit gezogene Hoffnung war, die sich so nicht realisiert hat. Die Demokratisierung in China hat noch nicht einmal so richtig begonnen, obwohl wir in den 70er, 80er Jahren geglaubt haben, in der Kommunalisierung, in der Kommunalpolitik Chinas erste Anfänge in diese Richtung zu entdecken. Der Frühling, der arabische Frühling, ist genau in diese Richtung auch zurückgegangen.
Und in diesem Zusammenhang ist es also eine Entwicklung, die festzustellen ist, dass die Demokratie offensichtlich nicht alle Fragen dieser Gesellschaften und dieser Region zu beantworten scheint. Aber auch in den klassischen demokratischen Staaten gibt es Entwicklungen, die in der wissenschaftlichen Diskussion mit dem Wort der Postdemokratie umschrieben werden, wobei in diesem Zusammenhang manche Entwicklungen in Österreich eher eine geringere Rolle spielen, nicht zuletzt im Hinblick auf die Größe und die Rolle, die es im internationalen Konzert spielt, andere aber sehr wohl. Die Rolle von internationalen Konzernen ist in Österreich wahrscheinlich deswegen nicht so groß, weil Österreich viel, viel zu klein ist, als dass sie dafür Interesse aufbringen würden, hier sich auch noch zu interferieren. Sehr wohl ist es aber in anderen Bereichen so, dass es postdemokratische Prozesse gibt und Entwicklungen gibt, die man auf jeden Fall nicht übersehen kann. Aber lassen Sie mich auch noch eine weitere Perspektive in diesem Zusammenhang anschneiden. Österreich zeichnet sich im internationalen Vergleich überhaupt ganz generell dadurch aus, dass politische Entwicklungen außerordentlich, fast hätte ich gesagt, träge, eher langsam und verhalten stattfinden und dass es eine gewisse natürliche Scheu des Österreichers gibt zu irgendwelchen Extremismen oder besonderen pointierten Formulierungen und Entwicklungen zu finden. Das hat damit zu tun, dass beispielsweise über Jahrzehnte hinweg, seit 1918, mit Ausnahme von zwei ganz besonderen Situationen, eine permanent idente rechte parlamentarische Mehrheit bestanden hat. Nämlich die Ausnahme sind 1918-19 und dann war schon aus und 1971 bis 1983. Der Rest hat es zwar lange Zeiten, vor allem in der Zweiten Republik, eine Rechts-Links-Mehrheit gegeben, aber die parlamentarische Mehrheit war eine in der Rechte. Ja, sogar wenn man die handelnden Gruppierungen sich anschaut, dann ist nicht ganz zu leugnen, dass das Wahlergebnis 1930 letztendlich ein Einpendeln auf das Wahlergesetz 2016 vorgibt, wo im Grunde genommen eine christlich-soziale Partei nicht mehr ganz so stark wie 1930 bestanden hat. Darüber hinaus eine Sozialdemokratie, die damals erstarkt ist, 2016 oder 2017 eine Schwäche erlebt hat und darüber hinaus ein deutsch-nationales Lager, das immerhin in den Jahren 1930 20% bereits gehabt hat mit Landbund und mit Deutschnationalen gemeinsam. Das heißt, auch die handelnden Personen, politischen Personen, politischen Parteien, weisen eine gewisse Kontinuität, erstaunlicherweise eine gewisse Kontinuität aus. Aber trotzdem ist letztendlich unter dem Strich zu sagen, dass eine Veränderung offensichtlich vom Wähler gewünscht wird. Er ist, wenn Sie so wollen, auf der Suche. Das hat das wesentlichste Zeichen in dieser Richtung ist, dass der Wähler in den letzten Nationalratswahlen ständig neue politische Parteien vor den Vorhang gerufen hat. Das ist das Liberale Forum, das zumindest mehr als eine Wahlbewegung überlebt hat. Es ist das Team Stronach, das nur eine Wahlbewegung in diesem Zusammenhang erlebt hat. Es sind Parteien auch wie das BZÖ, das sich wiederum in den Hintergrund gedrängt hat. Aber selbst die restlichen noch Parteien, die noch im Nationalrat vertreten sind oder gerade nicht mehr vertreten, sind potenziell von Schwächeanfällen behaftet. Also ich glaube, dass in diesem Zusammenhang es einen Konsens in dieser
Gremium gibt. Das ist die Liste Pilz, wie lange die Legislaturperiode auch immer dauern mag, nicht mehr geben wird. Wie das die NEOS mit dem Wechsel an der Spitze schaffen werden, ist eine durchaus offene Angelegenheit. Und aus meiner Sicht, wenn es die Grünen nicht schaffen, in den bevorstehenden Wiener Wahlen in 1,5 Jahren über 10% zu landen, dann sind sie auch mittelfristig Geschichte. Das heißt, es gibt diese drei relativ starken politischen handelnden Gruppierungen und darüber hinaus ein Sammelsurium von sich permanent abwechselnden politischen Parteien, was auch wiederum eine entsprechende Finger zeigt in Richtung einer Bewegung und einer Entwicklung des politischen Systems war. Das führt dazu, dass wir lange Zeit geglaubt haben, dass es in Österreich eine Tendenz zu viel, so wie beispielsweise in Italien oder wie in vielen anderen europäischen Staaten, wie eigentlich in den meisten europäischen Staaten, eine Entwicklung zum vielen Parteienparlament gibt, die aber in der Zwischenzeit wiederum zurückgenommen worden zu sein scheint, nämlich in Richtung einer Verknappung der politischen Landschaft auf diese klassischen drei, vielleicht vier Parteien, die es bisher in der Vergangenheit gegeben hat. Diese politische Entwicklung findet aber statt vor dem Hintergrund einer Entwicklung, die in diesem Zusammenhang sicherlich in Österreich den Ausgang gefunden hat, nämlich, dass auch die politische Argumentation, die politische Auseinandersetzung sehr stark sich zu verändern beginnt. Die Veränderungen, die Andreas Kohl vorher angeschnitten haben, haben letztendlich bei der Wahlentscheidung im vorigen Jahr zu dem Konsens geführt, dass alle sich einig waren, dass es jetzt Zeit ist, das Richtige zu tun. Nur was das Richtige ist, hat letztendlich der Wähler 3 Wochen vor den Wahlen in einer Phase erfahren, wo der durchschnittliche Wähler, wenn er überhaupt Wahlprogramme liest, dann sicherlich nicht mehr sich die Zeit genommen hat, um auf der Basis dieser Programmatik die Wahlentscheidung zu treffen. Das heißt, im Grunde genommen war die Wahlentscheidung überhaupt nicht mehr programmatisch vorprogrammiert, sondern war letztendlich darauf abgezielt, dass die mediale Darstellung und mediale Selbstdarstellung das wesentlich Wichtigere ist. In zunehmendem Maße bekommt man den Eindruck, dass eine Scheinwirklichkeit besteht, die ablenken soll von der Wirklichkeit, in der wir leben, oder anders formuliert. Wenn Sie in den Zeitungen sehen, wie die Diskussion politisch gelenkt wird, Message Control nennt man das neusprachlich und neudeutsch, dann ist klar, dass in diesem Zusammenhang man sich genau aussucht, womit man die Wähler beschäftigen will. Und das ist nicht die unmittelbare Entscheidung selbst. Also beispielsweise im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung über den 12-Stunden-Tag war es permanent so, dass neue Fakten geschaffen wurden, die mit den Diskussionen der gegenständlichen aktuellen politischen Diskussion, wie sie naturgegeben gewesen wäre, überhaupt nichts zu tun haben. Zur rechten Zeit hat man beispielsweise ein paar Moscheen geschlossen, die eine Woche, 2 Wochen später alle wieder offen waren. Aber die Medien haben natürlich sehr wohl transportiert, Paukenschlag, Moscheen sind geschlossen, obwohl von vornherein Juristen klar war, dass der Grund für die Schließung nicht eine inhaltliche Auseinandersetzung war, sondern irgendwelche Formalfehler, die letztendlich zu einer
Unterbrechung der Existenz dieser politischen Moscheen geführt hat, aber nicht zu einer dauerhaften inhaltlichen Diskussion über die Frage der Zulässigkeit des Inhalts von Predigen, der Rolle von Scharia und der Reihe von anderen Dingen. Nein, ganz im Gegenteil, es ist darum gegangen, am Tag der Demonstration von zuerst 30.000, wie das Innenministerium zugegeben behauptet hat, und dann zugegebenerweise 70.000, wobei die Medien in der Zwischenzeit schon von 100.000 sprechen. Das sollte bewusst zugedeckt werden. Und solche Beispiele gibt es Sonderzahl. Allein wenn Sie die Diskussion in der gestrigen ZIP sich anschauen. Vor zwei Tagen oder vor drei Tagen hat es die Mitteilung des Oberlandesgerichtes Wien gegeben, dass die BVD Hausdurchsuchung und Beschlagnahmung von Unterlagen nicht gesetzeskonform wäre. Daraufhin tritt der Herr Reformminister die Flucht nach vorne an und erklärt, da muss man jetzt die Staatsanwälte wieder an die Kandare nehmen, was die Staatsanwälte verwendet haben, um die Frage in der Öffentlichkeit zu stellen, ob das wiederum der Beginn einer politischen Gängelung ist. Das muss natürlich sofort zugedeckt werden und wird beantwortet mit der öffentlichen Diskussion, ob jetzt in Zukunft Verpartnerungen und Ehen nebeneinander stellen und eine Wahlfreiheit für alle bestehen sollen in diesem Punkt. Der einzige Sinn dieser Diskussion ist in diesem Zusammenhang gewesen, dass man ablenken will von einer aktuellen Diskussion, die man beiseite haben will. Und zu welchen Blüten das führt, ist relativ leicht nachvollziehbar, wenn man sich nicht nur die Tempo 140, die 8 Kilometer auf der Westautobahn, wo man statt 130, 140 Stundenkilometer fährt, ein wahrlich gesellschaftsverändernder Akt in diesem Zusammenhang, sondern die Diskussion, die es geführt wurde, beispielsweise über die Abhörung des Bundesnachrichtendienstes von 200 Telefonen oder Telefonanschlüssen in Österreich. An diesem Faktum, zu dem man sogar den Herrn Bundespräsidenten zu einem frühlinghaften Ausritt veranlasst hat, ist nichts neu. Diese Fakten sind seit 2 Jahren bekannt, sind aber natürlich sehr wohl verwendet worden, um von einer entsprechenden Diskussion abzulenken. Ich habe diese paar Beispiele, und da könnte ich Ihnen noch eine Reihe von anderen nennen, nur genannt, um deutlich zu machen, dass der Prozess, der mir am gefährlichsten zu sein scheint, der Prozess ist, dass wir in Österreich trennen die aktuelle Diskussion um Scheinprobleme und damit ablenkt von der eigentlichen politischen Auseinandersetzung, angefangen von Pensionserhöhungen über die Zahl der Sozialversicherungsträger und eine Reihe von anderen Dingen. Typisches Beispiel, dieser Familienbonus ist noch nicht beschlossen, die Mindestpension von 1200 auch nicht, obwohl sie mehrfach verkündet werden. Das ist letztendlich die Politik. Positive Nachrichten werden permanent immer wieder von Neuem gebracht und das teilweise in Ablenkung von den tatsächlichen Geschichten. Und die unangenehmen Situationen, wie man auf diese Weise verhindert. Nennt man woanders alternative Fakten. Und dieser Prozess der alternativen Fakten hat unsere Medien in zunehmendem Maße erfasst. Ich möchte in diesem Zusammenhang nicht verhehlen, dass die Medien sich in diesem Zusammenhang teilweise als billiger Transporteur betrachten und als solche agieren, teilweise natürlich Motor des Ganzen sind.
Die konkrete Beispiel, ein letztes, ein allerletztes Beispiel, weil es letztendlich mit dem, was Andreas Kohl höchst erfolgreich lange Jahre getan hat und das, was ich seit Mai dieses Jahres tun darf, das ist nämlich die Pensionserhöhung, in der mühsam von Andreas Kohl und Karl Blecher aufgebauten Sozialpartnerschaft im Bundesseniorenrat das Ergebnis von inhaltlichen Gesprächen und Verhandlungen sind. Wie mir schon bewusst, dass Pensionisten sich ein bisschen schwerer tun beim Streiken, vor allem die gesellschaftliche Wirkung des Streikens ist eine unterschiedliche. Aber es gibt Fakten, über die man füglich diskutieren muss. Wie beispielsweise der Mikrozensus, also der Warenkorb, die Inflationsrate, die berechnet werden im täglichen Einkauf, bei den Gütern des täglichen Bedarfs ungleich schneller gestiegen ist als in den vergangenen Jahren, als in den Jahren davor. Er liegt heute doppelt so hoch wie der Verbraucherpreisindex. Also dort, wo die Städteflüge hineingerechnet werden und die Energie und eine Reihe von anderen Dingen, da haben wir eine Steigerungsrate von 2%, beim täglichen Einkauf von 4,4%, darüber hinaus auch im Zusammenhang mit dem wöchentlichen Einkauf von 3,9%. Darüber hinaus bin ich persönlich der Überzeugung und ich hoffe auch viele von Ihnen, dass die Pensionisten, dass unsere ältere Generation nicht das Schlusslicht der sozialen Kette sein dürfen, die keinen Anspruch an der Entwicklung des sozialen Fortschrittes haben. In diesem Zusammenhang ist wohl darauf zu verweisen, dass die wirtschaftliche Entwicklung außerordentlich gut war. Die Forderungen, die die Gewerkschaften stellen werden, da braucht es nicht viel Fantasie, werden weit über denen liegen, die der Pensionistenverband gestellt hat, nämlich weit über 4%. Es ist uns also darüber gegangen, diese Argumente, wie auch Ersparnisse im Pensionssystem, die langfristige Entwicklung des Pensionssystems mit in die Diskussion einzubringen, und auch versuchen, den Inhalt der Entscheidung in diesem Zusammenhang mit zu beeinflussen. Dass wir in der Lande entscheiden können, ist vollkommen klar. Aber es ist gute österreichische Tradition, und zwar aus guten Gründen, dass die Lösungen an einem grünen Tisch zumindest versucht werden zu finden, um dann in weiterer Folge eine gemeinsame Lösung zu finden. Was ist passiert? Das statistische, der Pensionsbeirat wurde nicht einmal aktiviert, weil es gibt keinen Präsidenten, der wurde nicht ernannt und weil er nicht ernannt ist, kann er auch den Pensionsbeirat nicht einrufen, daher Sense, nix. Die Statistische Zentralamt verkündet natürlich monatlich den Verbraucherpreisindex am Tag drauf. Erste Seite Geldzuckerln für Pensionisten, Seite 2 und 3, über die gesamte Seite 2 und 3 eine Fortsetzung dieses Artikels. Und weil es zu wenig Text gehabt haben, kommt auch noch das Bild des Kanzlers, des Vizekanzlers und der Sozialministerin in diesem Zusammenhang. Gespräch mit uns null. Unsere Versuche, zu einem Gespräch zu kommen, sind bisher nicht beantwortet. Und das ist, was ich im Grunde genommen meine. Ich mahne in erster Linie die Gespräche an. Ich mahne die ernsthafte Auseinandersetzung an mit unseren Argumenten in diesem Zusammenhang. Wir wissen, dass es ein Do-O-T-D ist, dass es letztendlich eine beiderseitige Argumentation geben kann und dass nach diesem dialektischen Prozess man zu einem besseren Ende letztendlich versucht zu kommen.
Das ist, was ich in diesem Zusammenhang in höchstem Maße vermisse und wo ich in diesem Zusammenhang auch Verständnis dafür habe, wenn ich bei der direkten Demokratie durchaus dem zustimme, was Andreas Kohl gesagt hat. Wenn es in diesem Zusammenhang Bewegungen gibt, dann haben die in meinen Augen auch ein bisschen damit zu tun, dass der einzelne Bürger das Gefühl bekommen hat, mit seinen Argumenten nicht mehr durchzukommen. Und zwar immer weniger durchzukommen und immer weniger gehört wird. Und dass ihm entweder überhaupt nicht mehr geantwortet wird, weil man in Silicon Valley oder in Singapur oder wo auch immer ist, und weil es von dort so bequem ist, eine Digitalisierung Österreichs zu verkünden, ohne eine Diskussion zu beginnen. In diesem Zusammenhang ist die Antwort vieler Österreicher ein Hinweis auf die direkte Demokratie. Ich glaube auch nicht, dass die direkte Demokratie dazu angetan ist, eine Entscheidung in einer ganzen politischen Breite der Gesellschaft zu bewerkstelligen. Das sind immer nur Eingriffe, wenn es dem Wähler schlicht und einfach zu bunt wird. Und dafür sind sie auch gut und dafür sollen sie auch verwendet werden. Aber die tägliche politische Auseinandersetzung mit den handelnden Personen sollte auf diese Art und Weise nicht unter den Tisch fallen. Und das ist, was ich bedauere. Dankeschön. Ich möchte mich ja nicht dem Vorwurf aussetzen vom Herrn Kohl oder vom Publikum, dass ich sofort in die Tagespolitik wieder eingestiegen wäre. Daher, Sie haben es auch in den Unterlagen, finden Sie das? Und das haben Sie auch betont, es hat in den 100 Jahren Republik Österreich nur zwei Phasen gegeben, 1918, 1919, wie alles im Umbruch und im Neuen Werden war, und 1971 bis 1983, also Bruno Kreisky Alleinregierung. Sonst hat es immer in diesen, bin ich gut im Rechnen, zwei Jahre plus 12 Jahre, in diesen anderen 86 Jahren hat es immer eine rechte Parlamentsmehrheit gegeben. Haben Sie da ein bisschen, hätte sich die Demokratie in Österreich anders entwickeln können, wahrscheinlich Sie als Linker sagen, positiver entwickeln können, als sie es getan hat? Hat auch der Österreicher, der durchaus, also das wahrscheinlich in manchen Regionen oder Gegenden Österreichs zählt ja noch immer Bürgermeister, Lehrer, Pfarrer, was die drei sagen, meinen, also das hat ja doch noch einen hohen Wert. Andreas Kohl ist da ein bisschen skeptisch jetzt. Jetzt haben wir so wie gestern, also das Mienenspiel und die Körpersprache. Aber ich nehme an, da sind Sie um 180 Grad, gibt es da unterschiedliche Positionen? Ich weiß nicht, ob wir 180 Grad verkehrt sind, nur einer der Sprüche des Bruno Kreisky war ja, dass er darauf hingewiesen hat, dass es notwendig ist, immer ständig neue und erweiterte Bereiche des gesellschaftlichen Lebens durch, wie er gesagt, Demokratie zu durchfluten. Insofern ist, wenn Sie so wollen, keine Regierung bisher von einer Opposition gebildet worden, weil sie so gut war, dass sie unbedingt Regierung werden musste. In diesem Zusammenhang sind die Jahre von Bruno Kreisky darauf zurückzuführen, dass letztendlich Österreich in eine solche Stockkonservativität unter Klaus abgesunken ist, dass es selbst den Österreicher, der im Schnitt ein ziemlich traditionsbewusster Wähler ist, schlicht und einfach zu viel war. Und daher war die erste Reaktion, wenn er schon so hervorragend plaudert, warum versuchen wir es nicht einmal mit dem Kreisky, und der Rest hat zumindest den Österreichern für 12 Jahre gefallen,
das ist letztendlich in meinen Augen das Ergebnis. Daher ist meine Antwort in diesem Zusammenhang klar, dass die Sozialdemokratie schon definitionsgemäß über ihre Bezeichnung sehr stark zu den Grundfesten der Demokratie steht. Aber ich möchte das dem christlich-sozialen Lager nicht absprechen. Zumindest seit 1945 ist das in Andrein demokratisch und daher wäre von den Grundregeln da kein Unterschied. Darf ich den Herrn Kohl fragen, welche Notizen Sie sich jetzt gemacht haben bei den Ausführungen vom Herrn Kostelka? Wollen Sie gleich auf seine Ausführungen antworten? Oder Bemerkungen machen, sagen wir so. Ja, also als erstes habe ich diesen Vergleich 2017 für sehr waghalsig empfunden. Stimmt. Weil natürlich wir wissen, was nach 1930 gekommen ist. Und das möchte ich unter keinen Umständen noch einmal sehen. Das war die erste Bemerkung. Die zweite Bemerkung war die Argumentation, dass die Wahlentscheidung 2017 nicht aufgrund von programmatischen Überlegungen, sondern nur aufgrund medialer Eindrücke erfolgt sei. Dem möchte ich ganz energisch widersprechen. Das Muster, das die Wahl 2017 geprägt hat, war schon das Muster, das die Bundespräsidentenwahl geprägt hat, wo beide Kandidaten der Großen Koalition mit 11% abgeschmettert wurden und wo ein linker, besserer Kandidat, der jetzige Amtsinhaber, und eine rechte, glaubwürdige, jetzige Nationalratsabgeordnete genau das Gefühl der Wähler ausdrückte, das auch die Wahl 2017 prägte. Wir haben genug von dieser großen Koalition, die kein Problem löst, nur streitet und wo sich alle gegenseitig anpatzen. Das waren die entscheidenden Wahlmotive. Und das sind inhaltliche Motive und keine strategischen Motive. Und das Dritte, was ich mir aufgeschrieben habe, und das muss ich gleich eigentlich dem Gernot Blümel weitergeben, weil der ist jetzt der Koordinationsminister, der ist das, was wir zwei lange Zeit waren, also die Operateure am Kutschbock, weil er wird sich sehr freuen darüber, dass er von einem so eminenten politischen Experten wie Peter Kostelka bestätigt bekommt, dass es eine Strategie in dieser Regierung gibt. Nämlich, dass man ein Thema, das unliebsam ist, durch ein anderes zudeckt. Und dass dabei die Medien Instrumente und Motor sind. Dass es also die Scheinprobleme sind, die von der Regierungsmehrheit in die, Anführungszeichen, willfährigen Medien hinein projiziert werden. Das wird insofern ein Trostpflaster sein, weil natürlich ich weiß, dass gerade die jetzigen Verantwortlichen der Regierung sich vom ORF in einer Weise einseitig behandelt fühlen in der Themenwahl. Also ich sage nicht, dass das richtig ist. Ich bin ja jetzt auf einem Beobachterturm, bin sozusagen auf der Waldviertelwarte hoch herum und schaue mir die Dinge ruhig an, bin nicht mehr in dieser Mitte des Getümmels. Aber wenn man natürlich die Journale, ältere Menschen hören ja um 6 das erste Mal, um 8 das zweite Mal, um 7 und so weiter, und man hört also, was da veranstaltet wird, dann versteht man, dass in der Koalition der Eindruck ist, dass die elektronischen Medien also voll dagegen arbeiten, also voll gegen die Regierung arbeiten. Das heißt,
die Befindlichkeit, die du, lieber Peter, für die Sozialdemokratie siehst, die Medien sozusagen als Instrumente und Motoren einer Strategie, die sehen auf der anderen Seite die Regierungsparteien genauso. Ich glaube, weder die einen haben recht noch die anderen. Also, und das sind die Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe. Natürlich habe ich mir aufgeschrieben auch die Gesprächsverweigerung mit den Senioren und die Argumentation zu den Pensionserhöhungen. Das ist aber ein anderes Thema und das möchte ich heute nicht behandeln. Ich nehme mir die Freiheit zu sagen, das kommentiere ich nicht. Ich glaube, kurze Antwort auf die kurzen Bemerkungen sind noch möglich. Ich muss der Bundesregierung tagsfrei zugestehen, dass sie eine mediale Strategie sehr zum Unterschied von ihrer inhaltlichen hat. Und das mit einer Perfektion, die atemberaubend ist, wo es klar ist, mit einem Heer von über den Daumen gepeilt 120 Medienarbeitern in allen Kabinetten, lässt sich das schon bewerkstelligen. Und da gibt es einen Mastermind, der derjenige ist, den du in diesem Zusammenhang ansprechen willst, aber darüber hinaus natürlich auch der Herr Bundeskanzler. Und worauf ich hinaus will, ist diese absolute Trennung, und schauen Sie sich das in den nächsten Tagen vielleicht in den Fernsehsendungen an. Cui bono, welchen Sinn hat eine gewisse Diskussion? Es gibt anerkannterweise oder von allen Experten bestätigt, in den österreichischen Kindergärten manches, aber kein Kopftuchproblem. Und zwar deswegen, weil das im Kindesalter keine Rolle spielt. Anders, ganz anders, schaut das aus im pubertären Alter und im pubertären Alter. Dort gibt es das Problem sehr wohl. Nur für die Regelung eines Kopftuchverbotes in den Schulen, das es nicht gibt, ist der Bund zuständig. Da bedürfte es einer Zweidrittelmehrheit in einem Bundesgesetz, aber machen kann man das jederzeit. Mit Verfassungsmehrheit. Ja, ich sage mit einer Zweidrittelmehrheit, wie vollkommen richtig gesagt. Aber bei den Kindergärten brauche ich die Länder und da nicht nur die Schwarzen und die Türkisen, wobei ich mich nicht mehr ganz auskenne, welches Land jetzt türkis und welches schwarz ist, also Tirol, dein Heimatland ist schwarz, andere sind türkis, sowohl ÖVP bestimmt. Da braucht man nicht nur diese dazu, sondern auch die drei Sozialdemokratinnen. Und die will man in diesem Zusammenhang vor den Karren spannen, dieses Paktes, des 15a-Vertrages. Der realer Hintergrund, null, absolut null. Und das ist, worauf ich hinaus will. Hier werden Scheinthemen hochgefahren, um über andere Themen nicht diskutieren zu können. Und das ist eine Entwicklung, die ich nicht sonderlich gutiere, muss ich ehrlich sagen. Und wo ich mich frage, wie lange der Wähler braucht, um das Ganze zu durchschauen. Das ist im Übrigen eine Politik, die es nicht nur bei uns gibt, sondern von den Vereinigten Staaten über viele europäische Staaten auch. Und gerade in diesem Zusammenhang haben wir ja gar noch nicht diskutiert über die Entwicklungen im Osten von Europa. Mit Orban kann man vieles argumentieren. Aber man kann sicherlich nicht damit argumentieren, dass er in der Soros-Frage recht hat. Und was in diesem Zusammenhang betrieben wird, ist blanke Hetze. Darauf würde ich gerne hingewiesen haben, bevor es derartige Prozesse in Österreich gibt. Stichwort Wähler haben Sie gesagt. Wie wird der Wähler reagieren? Das ist eine gute Überleitung zu Frau Dr. Katrin Prabotnik. Sie haben Politikwissenschaft und Publizistik in Wien studiert, waren unter anderem auch am Institut für Staatswissenschaft an der Uni Wien tätig, unter anderem in den letzten Jahren auch an der Uni in Mannheim und in Hamburg und sind seit Jänner 2018 wissenschaftliche Mitarbeiterin
an der Fakultät für Wirtschaft und Globalisierung am Research Lab Democracy and Society in Transition an der Donau-Uni Krems. Eine der letzten Publikationen erschienen bei Springer 2017, Parteien und ihre Wahlversprechen, Einblicke in die Politikgestaltung in Österreich. Bitte schön. Dankeschön. Ja, einen schönen guten Morgen von meiner Seite aus. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier zu Ihnen und mit Ihnen über die Demokratie und vor allem über das Vertrauen in die Demokratie sprechen darf und diskutieren darf. Es ist in der Vorstellung schon angesprochen worden. Ich habe zunächst meine Dissertation in Wien verfasst und mich hier eben damit beschäftigt, wie sieht es denn eigentlich in unserer repräsentativen Demokratie in Österreich aus? Setzen Parteien ihre Wahlversprechen, die sie in die Wahlprogramme geschrieben haben, auch tatsächlich um? Und wie funktionieren denn die Mechanismen von repräsentativen Demokratien? Ich war dann eben eine Zeit lang in Deutschland und da war mein Schwerpunkt nicht nur auf Österreich, sondern auf westeuropäischen Demokratien im Allgemeinen. Und ich habe mich insbesondere mit der Frage befasst, welche Rolle spielen denn Parteien und welche Rolle spielen neue Parteien, die ja immerhin das politische Angebot darstellen, aus dem wir Wählerinnen und Wähler dann auswählen können. Und jetzt eben seit Jahresbeginn bin ich wieder zurück und leite gemeinsam mit einer Kollegin des Austrian Democracy Lab. Und in diesem Lab befassen wir uns eben genau mit den Fragen der Demokratieentwicklung in Österreich und auch dem Demokratieempfinden der Österreicherinnen und Österreicher. Weil wie meine Vorredner schon gesagt haben, Demokratie ist immer etwas Lebendiges, ist etwas, das sich auch verändern kann. Zum Schwerpunkt Vertrauen. Und dann lassen wir jetzt für einen Moment nochmal außer Acht das politische Vertrauen, sondern überlegen uns wirklich nur mal, was heißt es eigentlich zu vertrauen? Was ist es, wenn wir von sozialem Vertrauen zwischen zwei Menschen sprechen? Ich habe Ihnen einige Beispiele auf der Folie angeführt. Ich möchte aber gerne mit einem persönlichen Beispiel beginnen. Ich bin eben zu Jahresbeginn zurück nach Österreich gekommen und habe mir eine neue Wohnung gesucht. Die Wohnung hat jetzt einen Balkon. Super. Das ist so ein nachträglich angebauter Balkon an die Hausmauer, wie Sie ihn vielleicht kennen. Jetzt kann ich darauf vertrauen, dass die Baufirma diesen Balkon ordnungsgemäß montiert hat. Ich kann diesen Balkon nützen, vielleicht die letzten Sommerabende noch genießen. Oder ich kann nicht darauf vertrauen, dass diese Baufirma da alles ordnungsgemäß installiert hat, schnell die Balkontür zuschließen, mich in meiner Wohnung versperren und dieses Risiko einfach nicht eingehen, da diesen Balkon zu nutzen. Wenn ich das jetzt aber weiterdenke, dann müsste ich eigentlich auch meine Wohnung nicht nützen, weil vielleicht ist ja auch hier etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen. Ich könnte eigentlich auch kein Restaurant besuchen, ich könnte mir keine Lebensmittel kaufen, weil all das setzt Vertrauen in andere Menschen voraus, dass hier ordnungsgemäß gehandelt wurde. Das heißt, im Extremen, in letzter Konsequenz gedacht, würde ich wahrscheinlich irgendwo, möglichst weit weg von allem am Land, in einer selbstgebauten Hütte leben und mich nur von selbst angebauten Obst und Gemüse ernähren und vermutlich mich auch noch irgendwie bewaffnen, weil ich vertraue ja den anderen Menschen nicht. Was dieses Beispiel zeigen soll oder woran wir uns jetzt annähern, ist eine Art die Definition von sozialem Vertrauen. Was bedeutet das zu vertrauen? Die wesentlichen Merkmale einer möglichen Definition habe ich Ihnen auf die Folie gestellt. Der erste Punkt ist die Abgabe von Vertrauen, die Abgabe von Kontrolle in bestimmten Bereichen. Wenn ich jemand vertraue, dann gebe ich die Kontrolle über einen Bereich, sei es eben über diesen Balkon, an eine dritte Person ab. Gleichzeitig aber ist damit die Hoffnung verbunden natürlich, dass meine Interessen gewahrt werden und nicht verletzt werden, dass dieses Vertrauen also nicht missbraucht wird. Und ein ganz wesentlicher Punkt dabei ist, ich habe keine großen Möglichkeiten zu kontrollieren, ich habe auch nicht die volle Einsicht in die Absichten dieser Person, der ich mein Vertrauen schenke. Ich weiß es also nicht vollständig. Das heißt in Konsequenz, dass Vertrauen immer mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Aber
in Austausch für mehr Möglichkeiten für einen größeren Handlungsspielraum. Wir müssen eben nicht als Selbstversorger durchs Leben gehen, sondern können größere Möglichkeiten nutzen und davon profitieren. So viel zum sozialen Vertrauen. Wenn wir das jetzt umlegen auf die Politik, auf politisches Vertrauen, dann gelten diese Merkmale immer noch. Es ist immer noch die Abgabe von Kontrolle in bestimmten Bereichen. Ich bin nicht selbst zuständig für Politikgestaltung, sondern ich übergebe diese Aufgabe an Parteien, an Politikerinnen und Politiker. Auch hier natürlich lebt die Hoffnung und schwingt die Hoffnung mit, dass meine Interessen nicht verletzt werden. Und auch hier sind meine Möglichkeiten, tatsächlich zu kontrollieren oder tatsächlich die Absichten von Parteien, von Politikerinnen und Politikern zu kennen, begrenzt. Das Schwierige und das Herausfordernde ist jetzt natürlich, wenn wir an Politik denken, dann geht es um Interessenkonflikte, dann geht es um die Durchsetzung unterschiedlicher Interessen. Und noch eine Komponente fällt weg, die wir beim sozialen Vertrauen oft haben. Meistens sind uns Politikerinnen und Politiker auch persönlich nicht bekannt. Das heißt, wir müssen unter diesen schwierigen Bedingungen vertrauen. Vertrauen und Demokratie oder Vertrauen und Politik ist deswegen ein sehr komplexes oder viele Autorinnen und Autoren sprechen auch von einer paradoxen Situation oder paradoxen Beziehung. Es gibt deswegen auch, wenn man die Literatur, und es gibt wirklich eine sehr, sehr große Literatur, auch politikwissenschaftliche Literatur, die sich mit dem Themenkomplex Vertrauen, Politik befasst, wenn man sich die anschaut, dann sind da zwei große theoretische Stränge zu finden. Nämlich die einen, die sagen, Demokratie braucht Vertrauen, ohne Vertrauen funktioniert Demokratie nicht. Und die anderen, die davon ausgehen, dass in repräsentativen Demokratien das Misstrauen eine sehr wesentliche Rolle spielt. Und mit diesem Gegensatzpaar möchte ich jetzt gerne die nächsten Minuten mit Ihnen hier verbringen, dass wir uns gemeinsam überlegen, okay, welche Rolle spielt denn jetzt eigentlich Vertrauen in Demokratien? Auch im Anschluss daran ganz gut, was meine Vorredner schon gesagt haben zu dem Thema Demokratie oder Vorstellung von Demokratie. Was ist denn so das Idealbild einer Demokratie? Wir können zwei Komponenten ausmachen. Die eine ist die schon angesprochene aktive, emanzipierte Zivilgesellschaft. Die Möglichkeit, dass der Einzelne, die Einzelne in einer Demokratie ein selbstbestimmtes Leben führen kann, ein aktives Leben führen kann. Und das andere, die demokratische Verfassung und Prozesse. Damit diese emanzipierte, partizipative Zivilgesellschaft auch funktioniert, müssen Menschen eine Motivation haben, müssen wir eine Motivation haben, mit anderen zu kooperieren. Und wir kooperieren natürlich nur mit anderen, wenn wir auch ein gewisses Vertrauen in andere Menschen haben, wenn wir ein horizontales Vertrauen haben. Wenn ich nicht davon ausgehe, dass die Person, mit der ich hier gemeinsam etwas auf die Beine stellen möchte, vertrauenswürdig ist, dann werde ich wahrscheinlich von der Kooperation eher absehen. Und das Zweite, was es braucht, sind Institutionen. Es sind Institutionen, die dieses Handeln dann auch effektiv werden lassen. Und gleichsam würde ich argumentieren, dass die Institutionen natürlich nur dann sinnvoll sind, wenn sie auch von den Menschen benutzt werden, wenn Menschen sich auch beteiligen. Und da spielt wiederum dann das sogenannte vertikale Vertrauen eine Rolle, also das Vertrauen, das der Einzelne in die Institution setzt, um sie auch anzunehmen. Jetzt haben wir viel über Vertrauen gesprochen, das demokratische Verfassung und Prozesse, dieser zweite Komponente, spielt jetzt darauf ab, warum viele Autorinnen und Autoren auch von dem relevanten Misstrauen in Demokratien sprechen. Wenn wir uns anschauen, wie demokratische Systeme aufgebaut sind, wenn wir von der Gewaltenteilung sprechen, wenn wir von der Anerkennung von Opposition sprechen, wenn wir von der Begrenzung beispielsweise von Legislaturperioden durch regelmäßige Wahlen sprechen, dann sind das, wenn man so will, Sicherheitsmaßnahmen oder auch Maßnahmen des Misstrauens, die eigentlich in diese Systeme eingebaut wurden, weil man
dann vielleicht doch davon ausgegangen sind, das ist in der Literatur ganz nett beschrieben, mit dem auch Politikerinnen und Politiker sind keine Engel. Und man ist dann vielleicht doch davon ausgegangen, diese Maßnahmen des Misstrauens, diese Sicherheitsmaßnahmen sind wichtig, um den Bestand der Demokratie zu sichern. Also hier in der Struktur von repräsentativen Demokratien ein Maß an Misstrauen etabliert hat und Sicherheitsmaßnahmen. Das Vertrauen in die politische Praxis, ein Stückchen weg von der Idealvorstellung, die wir bis jetzt besprochen haben. Sie sehen also, es sind hier sowohl Elemente des Vertrauens als auch Elemente des Misstrauens etabliert. Ich würde dennoch argumentieren, dass diese erste Frage, diese Bedeutung der Zivilgesellschaft und wann engagiert sich eine Zivilgesellschaft, wann ist jemand bereit, wann sind wir bereit mitzumachen, aktiv zu partizipieren, auch sehr viel von einem Vertrauen in das System abhängt und dass ein grundlegendes Vertrauen hier relevant ist. Interessant sind auch die empirischen Beispiele, wenn wir jetzt auch über Österreich hinausschauen, dass es hier auch eine empirische Verbindung, also eine Verbindung auf Daten basierend zwischen Politik oder zwischen Demokratien und Vertrauen gibt. Dass also in älteren Demokratien auch die Vertrauenswerte in der Bevölkerung höher sind oder dass in stabileren Demokratien die Vertrauenswerte in der Bevölkerung höher sind. Also es gibt hier schon auch in der Empirie, das heißt in den Daten, wenn wir uns anschauen, wie sehr eine Bevölkerung vertraut, eine Verbindung zwischen Vertrauen und Politik. Wir machen jetzt einen Sprung, aber schließen direkt an, und zwar zu meiner aktuellen Arbeit und zur Frage, wie ist denn das Demokratieempfinden der Österreicherinnen und Österreicher, und schauen uns das Ganze an für den Fall Österreich. Wir machen in unserem Austrian Democracy Lab eine halbjährliche Bevölkerungsumfrage, die sich eben mit den Themen Demokratie und Politik in Österreich befasst und auch immer ein aktuelles Schwerpunktthema abfragt. Bei der Methode zum Hintergrund, das sind Telefonumfragen kombiniert mit Online-Befragungen und eben halbjährlich, um jetzt für die nächste Zeit ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist es um das Demokratieempfinden der Österreicherinnen und Österreicher bestellt, welche Entwicklungen lassen sich zeigen. Und ich kann jetzt schon einen ersten Einblick heute geben in unsere erste Befragungswelle. Das ist nämlich auch ganz passend für unser Thema hier, weil hier hatten wir schwerpunktmäßig das Vertrauen in die Politik. Hier sind jetzt die Daten, die ich Ihnen zeigen kann von der Telefonbefragung für die Wohnbevölkerung ab 16 Jahren mit rund 2500 Befragten. Und die Feldzeit haben wir jetzt eben gerade erst abgeschlossen. Die war in diesem Sommer bis Anfang August, waren wir hier im Feld und haben die Interviews durchgeführt. Und ich zeige eben die Antwort auf die jetzt schon lang diskutierte Frage, Vertrauen in Politik, und wenn ich Ihnen diese Frage jetzt präsentiere, können Sie sich vielleicht für sich selbst auch einmal überlegen, wie Sie denn hier bei dieser Interviewanfrage geantwortet hätte. Haben Sie in die Politik in Österreich alles in allem Vertrauen? Es gab 4 Auswahlmöglichkeiten, die den Befragten vorgelegt wurden. Diese waren großes Vertrauen, etwas Vertrauen, wenig Vertrauen und gar kein Vertrauen. Insgesamt haben 17% der Befragten gesagt, dass sie in die Politik ein großes Vertrauen haben. Und 56% haben etwas Vertrauen, 22% wenig und 5% haben gesagt, dass sie gar kein Vertrauen in die Politik haben. Soweit zu den Daten. Das Problematische ist natürlich, das sind jetzt mal die Daten, was sagen uns sie denn? Wie können wir diese Daten interpretieren? Eine Voranmerkung gleich vorab, ich kann Ihnen keinen Schwellenwert sagen, keinen Richtwert sagen, ab dem ich aufschreien würde und sage, die Demokratie ist jetzt in Gefahr. Wir können hier das nur differenziert betrachten und analysieren. Interessant ist zu sehen, wenn wir es beispielsweise vergleichen mit den Eurobarometer-Daten, die dieses Jahr durchgeführt wurden, wo abgefragt wurde, haben Sie Vertrauen in die Europäische Union? Da hatte man allerdings nur die Möglichkeit zwischen zu sagen, ich vertraue und ich vertraue nicht. Da hatten wir hier einen Wert von Personen, die gesagt haben, sie vertrauen stark, bei rund 42% der Befragten. Das ist hier
ein Stück weit höher. Was bei dieser Aussage oder bei dieser Grafik dann in Zukunft spannend sein wird, wenn wir jetzt nicht nur eine Befragung dann haben, sondern in weiteren Jahren, im weiteren Verlauf natürlich auch mehrere, um Entwicklungen zu sehen und auch um Entwicklungen immer wieder diskutieren zu können. Was wir jetzt aktuell heute schon machen können, ist, dass wir uns dieses Ergebnis für verschiedene soziodemografische Gruppen anschauen können. Weil es ist natürlich auch spannend zu wissen, ob das jetzt ein allgemeines Bild ist oder ob wir hier bestimmte Gruppen haben, junge Menschen beispielsweise oder nach dem Geschlecht beispielsweise oder nach Bildung, die sich hier besonders mit einem Misstrauen oder mit keinem Vertrauen äußern. Die erste Unterscheidung, die man dann meistens rasch machen kann, ist die Frage mit Männern und Frauen. Wie sieht es hier aus? Gibt es eine unterschiedliche Wahrnehmung zwischen dem Vertrauen in die Politik, zwischen Männern und Frauen? Wir sehen hier viele Kategorien ähnlich. Einen kleinen Unterschied ist es in der Kategorie großes Vertrauen. Da sehen wir hier, oder wir sehen es schlechter, es ist sehr dunkel, auf dunkel im Hintergrund ist, dass 20% der Männer sagen, sie haben großes Vertrauen, dass es bei den Frauen allerdings ein bisschen geringer ist, bei nur 14%, die sagen, dass sie hier sehr großes Vertrauen haben. Die zweite Aufschlüsselung, die wir machen können, ist jene nach dem Alter beispielsweise. Wir schauen uns an, gibt es nach den unterschiedlichen Altersgruppierungen unterschiedliche Wahrnehmungen oder ein unterschiedliches Verständnis von der Frage, haben Sie Vertrauen in die Politik? Wir sehen auch hier Ähnlichkeiten. Einen Unterschied würde ich vorab schon hier ablesen können, auch wieder in der Kategorie großes Vertrauen, dass wir vor allem bei den jüngeren Generationen, also jetzt hier 16 bis 29 Jahre im Vergleich zur 60-plus-Generation, die Jüngeren etwas geringerem Ausmaß sagen, dass sie großes Vertrauen in die Politik haben. Hier zu Bildung, die nicht ganz ein eindeutiges Bild abgibt, aber vielleicht auch wieder einen Trend, insbesondere wenn wir jetzt uns nur mal vergleichen, Pflichtschule gegenüber Matura und Hochschule in der Kategorie großes Vertrauen, dann hätten wir hier wieder diesen Unterschied, dass Menschen mit Matura oder Hochschulabschluss ein etwas größeres Ausmaß an Vertrauen angeben als Personen in der Pflichtschule. Das trifft nicht auf den Unterschied mit Personen in der Lehre zu. Man muss bei diesen Grafiken immer natürlich angeben, was wir als Umfragenforscherin machen können, ist nach dem formalen Bildungsstand zu fragen. Das ist natürlich eben nur eine Aussagekraft über den Bildungsabschluss uns liefern kann. Und schließlich ein bisschen weg von den soziodemografischen Daten und auch mit einer selbstkritischen Anmerkung vorab. Wir haben hier nur eine wesentlich geringere Fallzahl, wenn Sie vorher geschaut haben. Es waren immer bei den 2500 Personen. Wir sind jetzt deutlich drunter bei nur 1300 Personen und dementsprechend auch geringer die Anzahl an befragten Personen, die wir in den einzelnen Parteiwählern haben, insbesondere NEOS und Liste Pilz. Aber wenn wir uns anschauen, inwiefern die politische Parteipräferenz ausschlaggebend oder steuernd für die Antwort auf die Frage Vertrauen in die Politik ist, dann gibt sich ja schon ein ganz interessantes Bild, wenn wir wieder vergleichen, das große Vertrauen, diese erste Kategorie, dass die Personen, die angeben, dass sie ÖVP oder FPÖ gewählt haben, derzeit ein viel größeres Vertrauen in die Regierung stecken oder setzen als Wählerinnen und Wähler von anderen Parteien. Und dieses Ergebnis jetzt so einmal auf den Tisch, finde ich, ist eben ein Zeichen davon, dass es dieser Vertrauensindex noch keine Anzeichen einer Krise der Demokratie oder Ähnliches darstellt, sondern eher etwas, was sehr, sehr verständlich ist, wenn wir uns vorher auch die Definition von politischem Vertrauen angeschaut haben, nämlich, dass ich davon ausgehe, dass meine Interessen nicht verletzt werden. Und dass es hier natürlich sehr nachvollziehbar ist, dass wenn ich dann höhere Zustimmung habe, wenn auch meine Parteien gerade an der Regierung sind. Und dass dann wahrscheinlich, sollte es einen Regierungswechsel geben, wieder das Vertrauen der anderen Wählerinnen und Wählern auch hier steigt. So viel zu den Daten und ein bisschen bin ich ja jetzt schon in diese Ebene gegangen, Interpretation und Bedeutung für
Demokratiestabilität, für die sogenannte Krise der Demokratie sollte es die geben. Es ist eine komplexe Beziehung zwischen Vertrauen und Politik, zwischen Vertrauen und Demokratien. Wir haben einerseits eben das Misstrauen etabliert oder Ausdruck gefunden in Merkmalen der demokratischen Struktur, sprich in der Gewaltenteilung, sprich in der Opposition und Ähnlichem. Wir haben andererseits das Vertrauen als wesentliche Komponente dafür, dass wir Menschen mit unseren Mitmenschen kooperieren und bereit sind, uns zu beteiligen. Umfrageergebnisse stützen natürlich immer das Bild, das Menschen von der Demokratie, vom Demokratieempfinden haben. Bei der Interpretation möchte ich immer dazu sagen, dass man die mit Vorsicht und differenziert betrachten muss, keine Grenzwerte angeben und auch, dass die Interpretation natürlich vielfältig möglich ist. Weil einen Punkt haben wir bis jetzt noch nicht angesprochen, wenn wir über Misstrauen und Politik gesprochen haben. Und das ist nämlich die Frage, ob es nicht auch sein kann, dass jemand angibt, er hat kein Vertrauen in die Politik, weil er sich selbst als einen sehr kritischen, aufmerksamen, wachen Bürger, Bürgerin versteht, der eben lieber mehr kontrolliert als vertraut. Relevant, und deswegen finde ich auch Veranstaltungen wie diese hier sehr, sehr gut, ist immer, denke ich, dass wir uns darüber unterhalten, dass wir darüber diskutieren, wie es mit unserem Demokratieempfinden, wie es mit unserem demokratischen Verständnis aussieht, auch eben im Hinblick darauf, Menschen verändern sich, Gesellschaften verändern sich und Demokratien können sich auch verändern und weiterentwickeln. Ein letzter Punkt dazu, nochmal schließend auch zu meiner Forschung zu Parteien, ist natürlich die Frage oder die Rolle von politischen Parteien. Sie sind neben den Wählerinnen und Wählern die zentralen Akteure in repräsentativen Demokratien. Sie stellen das politische Angebot, sie stellen das personelle Angebot und letztlich ist es auch bei der Vertrauensfrage natürlich über Institutionen gespielt, aber sehr stark auf Personen bezogen, auf das politische Personal bezogen. Welche Rolle spielen Sie bei dieser ganzen Diskussion und Debatte? Und da möchte ich zwei Punkte, die teilweise auch schon angesprochen wurden, hier auch nochmal anführen. Das ist einerseits die Politikgestaltung, das ist aus repräsentativen demokratischen Theorien her die Idee, dass Programme gestellt werden zur Zeitpunkt einer Wahl, und dass diese dann auch während dem Wahl- oder während der Legislaturperiode umgesetzt werden. Und das Zweite in diesem Zusammenhang ist die so, so wichtige Kommunikation. Das ist aber nicht nur die Kommunikation über die eigenen Inhalte, sondern das ist auch die Kommunikation mit dem politischen Mitbewerber, das heißt innerhalb der Regierung, aber sehr wohl auch die Kommunikation mit der politischen Opposition und diesem Kommunikationsstil. Opposition, das Anerkennen von Opposition ist in unseren Demokratien verankert, ist ein Grundwert von Demokratien und natürlich muss man sich bewusst sein, welchen Kommunikationsstil man prägt, hat das auch Auswirkungen auf die Wahrnehmung in der Bevölkerung. Und das Gleiche gilt auch mit der Kommunikation mit und über Medien, wie man hier umgeht, wie man mit diesen wesentlichen Akteuren in Demokratien umgeht, ist auch maßgeblich, sollte von Respekt getragen sein und hat natürlich Auswirkungen auf uns alle, wie wir Medien selbst wahrnehmen. In diesem Sinne möchte ich jetzt schließen. Ich sehe, wie gesagt, keine Krise der Demokratie auf Basis diesen Daten vor uns. Demokratie ist lebendig und ich freue mich, dass wir hier in Veranstaltungen wie diesen darüber diskutieren. Dankeschön. Idealism prevails. Make the world a better place.